Dab, da, dab, dab, da. Dab, dab. Dab, dab. Credits. Noch mehr Credits. So. An Boden ausrichten. Genau. Und jetzt? Für den Fehler. Na gut, ist klar. Das Ding verlangsamt, ne? Boing. So, dass ich dann nämlich irgendwie so hier schnell durch kann. Das hat ja noch funktioniert. Ja, sehr herausfordernd, das Ganze. Das hier sieht mir wiederum nicht so hundertprozentig sicher aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, irgendwie... Habe ich dich getroffen? Ich habe dich gar nicht getroffen. Jetzt habe ich dich hoffentlich getroffen. Hoffentlich getroffen. So, da oben watschelt irgendetwas auf mich zu. Na komm. Ich habe dich gesehen. Du hast mich auch gesehen. Ja, wir wollen es doch beide. Natürlich wollen wir es. Du willst es, ich will es. Du schießt deine Raketen, ich schieß meine Raketen. Irgendwie so jedenfalls. Und damit ist unsere ganze Geschichte erzählt. Das sieht mir so gefährlich aus, aber ich glaube, das ist gar nicht gefährlich. Nee, ich kann ja einfach durchgehen. Ellie, können Sie die Dinger nicht abschalten? Nein, Tideman hat mich aus dem System gelöscht. Und jetzt funktionieren meine Codes nicht mehr. Was du willst? Oh Scheiße, da kommt was. Schau, helfen Sie mir mit der Tür. Ich will, dass Sie ihn sehen. Sie müssen die Schritte einhalten. Was? Nein! Halten Sie die Klappe und helfen Sie mir! Verdammt! Ja, war ja klar, dass sie nicht ewig da bleiben können, ne? Aber ein Versuch war es zumindest wert. Gut, Ellie und Strauss haben jedenfalls eigene Probleme und können mir jetzt nicht so wirklich weiterhelfen. Dementsprechend... muss ich jetzt zusehen, dass ich irgendwie hier weiter durchkomme. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Boah, zum Glück können wir so wunderbar stasifizieren. Das ist sehr, sehr schön, was wir hier machen können. Oh ja. Britzel, 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 Britzel. Ich mag dich nicht. Und dich mag ich auch nicht. Ich finde aber das Spiel... Es macht wirklich viel Spaß, ja. Fast sogar mehr Spaß als der erste Teil. Ich will es ja fast gar nicht sagen. Es hat wirklich weniger mittlerweile mit einem Gruselspiel zu tun. Also das ist ja das, was man immer so von Dead Space eigentlich gehört hat oder so. Und was das ja Ganze auch so besonders machen sollte, oder... Ich weiß nicht genau. Das wurde ja irgendwie zum ersten Teil gesagt, oder? Dass Dead Space irgendwie das Horrorspiel schlechthin ist, zumindest der neueren Generation. Und daran werden sich die Horrorspiele irgendwie jetzt kurz über lang messen müssen. Aber ja, beim zweiten Teil ist das jetzt, glaube ich, eher nicht mehr so. Kann man irgendwie so festhalten. Boing. Was jetzt auch nicht primär was Schlechtes ist, denn das macht Dead Space 2 jetzt ja wirklich auch nicht zu einem schlechten Spiel. Nein, das macht es nur zu einem anderen Spiel. So, zack. Irgendwie so da drauf. Zack, dich so aktivieren. Zack. Und hier dann so irgendwie durch. Zack. So. Nächster Abschnitt. Wo bin ich jetzt hier? Lebt das da unten? Was ist denn das? Wo bin ich denn hier? Verbrennungsanlage. Ich soll dort hinten hin. Hä? Ist das böse, wenn ich... Kann ich hier einfach in der Mitte rumschweben? Oder ist das nicht so gut für mein Wohlbefinden? Ich traue dem Ganzen irgendwie noch nicht so richtig. Ich benutze die ganze Zeit Ripper-Klingen, um die scheiß Dinger zu öffnen. Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist. Na gut, jetzt habe ich mal ein bisschen mehr Ripper-Munition bekommen. Halt! Boing! Zack. Ripper Klingen müsste ich eigentlich noch genug haben. Müsste ich. Wir können ja mal kurz in unser Inventar gucken. Wenn wir sonst nichts zu tun haben. Ja, Ripper Klingen habe ich wirklich noch genug. Dann Harpunensperre jetzt auch noch ein paar. Und... Aber seltsamerweise irgendwie... Keine Plasma-Energie. Wo habe ich jetzt... Ach so. Ich benutze hier eben keine Ripper Klingen mehr. Ich erzähle Schwachsinn. Ich hatte die ganze Zeit wieder den Plasma-Cutter ausgerissen. Gut, ja, dann schweben wir da jetzt so mal in der Mitte durch, in der Hoffnung, dass wir nicht geröstet werden. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe vor dem, was ich dort vorne sehe. Was bist du denn? Irgendwie... Ach so, das ist wieder so ein komischer Teil, wie das, was wir... Ah, verdammt. Wie das, was wir schon gesehen hatten. Igitt? Ah, Mann. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich am besten arbeite. Ich kann mit dem Pulsgewehr arbeiten. Wupp, 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 wupp.
Weil dann kann ich wenigstens präziser diese kleinen Viecher kaputt machen, die hier die ganze Zeit nach mir geschossen werden. Ja. Wuff, 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 wuff. Und dann nur so aus der Distanz ein bisschen auf die komischen Leuchtkugeln drauf. Lebst du noch? Oder lebst du nicht mehr? Ich glaube, du hast dein Leben ausgehaucht. Ich warte jetzt trotzdem noch kurz ab. Nur kurz. Dankeschön. Und dann kann ich mir meine Belohnung von dir holen, denn du hinterlässt natürlich irgendein Halbleiter oder so, glaube ich, wieder. Hm. Und jetzt soll ich da rein? Das scheint fast so. Sofern hier irgendwo wieder... Ah, eine kleine Düse ist. Da, mit der ich dieses Ding dort... Schwebt das Ding jetzt direkt drauf zu? Es schwebt direkt drauf zu. Oh, wunderbar. Oder auch nicht. Hallo? Ich glaube, das war nicht richtig drauf, oder? Kann das sein? Jetzt müsste es richtig drauf sein. Ja, genau. So. Sollte sowas auch nicht zu früh machen. Man sollte sich einfach mal ein bisschen Zeit lassen. Und man sollte einfach mal weiter beobachten. Und man sollte einfach mal weiter spielen. Ist das nicht? Schritt 3, Ellie. Josh, durch die Tür. Los. Aufhalten, ich bin nah dran. Ja, Schritt 3, Ellie. Schritt 3, Schritt. Ich bin fast da. Schritt, ich muss... Wo muss ich eigentlich hin? Achso, ich muss mich mal wieder am Boden ausrichten. Genau, und dann funktioniert das ja auch. Hahaha, wir sind durchgekommen. Das war absolut kein Problem. Setz mal Abschnitt. Ist ja egal. Der Hirn spielt weiter. So. Wo sind Ellie und Stross? Austritt Schwerelosigkeit. Vielleicht schon hinter dieser Tür? Ganz eventuell? Wir haben unser Impulsgewehr am Anschlag. Und haben und hoffen und finden. Und... Ja, du bist nicht wirklich Ellie. Ellie habe ich mir immer ein bisschen anders vorgestellt. Aber das hier war der Raum, prinzipiell, ne? Ja. So, wo sind die jetzt schlauerweise hingelaufen? Irgendwo hin, wo es hoffentlich sicher ist oder so. Ihr hinterlasst natürlich nichts mehr, weil ich habe euch nicht getötet. Deswegen, das hat ja bestimmt alles Ellie mitgenommen. Das macht sehr viel Sinn, weil man sollte natürlich... die Necromorphs auch dementsprechend bearbeiten, damit man auch die Munition bekommt, die sich noch in ihrem Körper im Inneren befinden. Wow. Ein Glück, dass sie noch in einem Stück sind. Alles okay? Ja. Es sind 4 Schritte. Aber nicht wegen ihm hier. 1, 2, 3, 4. Schritt 4. Sie wird warten. Jesus, Dross. Alles okay? Es wird schlimmer. Was ist Schritt 4? Wer wird warten? Nach den Schrauben. Nach der Nadel wird sie warten. Er wird es nicht schaffen. Wir müssen weiter. Oben gibt es eine Güterbahn, die die gleichen Gleise benutzt wie die Pendlerbahn. Sie bringt uns zum Regierungssektor. Einer von uns muss sie vom Führerhaus aus steuern. Starrend. Fragend. Ich kenne die. Bleiben Sie hier und versuchen Sie, ihn auf die Beine zu bringen. Nach der Nadel wird sie warten. Einer von uns. Ich finde es so schön, dass sie sagt, einer von uns. Aber im Endeffekt meint sie, mach mal, Isaac. Also, es ist so ein bisschen überflüssig, aber gut, egal. Ich mache hier die ganze Zeit, also ich riskiere hier mein Leben, um euch zu beschützen, um euch zu retten. Ist hier vielleicht mal irgendwie sowas ähnliches wie ein Shop oder so? Nee. Warum gibt's hier keinen Shop? Verstehe ich nicht. Ja, ich will doch einen Shop. Ich will doch einen Shop, damit ich auch dieses Schema hier zum Beispiel mal mitnehmen kann, damit ich... Das ist zu doof. Ich habe zu viele Sachen hier. Achso, das war nur die Maschine. Ich hab mir gerade Sorgen gemacht. Das wäre auch zu doof, wenn hier irgendwie ein Monster auftauchen würde, solange noch Ellie und Stross hier sind. Weil die würden bestimmt die ganze Zeit nur daneben stehen und gucken. Immer gucken, gucken, gucken. Oh ja. Habe ich alles voll? Weil vielleicht kann ich ja irgendwie so nochmal einen Platz frei machen. Nee. So, naja, muss ich nochmal ein Medipack nehmen. Groß, das Medipack-Schema halt. Oh mein Gott. Meine ganzen schönen Schemata. Ich brauche doch nur einen Shop irgendwo... Irgendwo muss hier zwangsläufig wieder ein Shop sein, weil das wird zu doof. So, jetzt mal wieder ein bisschen umdekorieren hier. Zack und zack. Und dann... Brennstoffdruckausgleichsturm. Untere Ebene. Das ist ein geniales Wort. Brennstoffdruckausgleichsturm. Also, oh Gott. Wer denkt sich sowas aus? Nein. Tü. Kapitel 9. Oh, es geht ja immer flotter voran. Aber es ist ja auch ein flottes Spiel. Und es spielt sich auch flott. Und wenn wir jetzt bei Zelda wären, würde ich runterspringen und meinen Paraschal auspacken. Aber wir sind hier nicht bei Zelda. Nein.
Das ist das Problem, wenn der Hering zu viele Spiele total durcheinander spielt. Was, wie, wer, wo, ach so, ihr. Ja, ich hatte mich schon gewundert. Es erschien mir doch ein ganz klein wenig seltsam, als ich das hier gesehen hatte. Oh ja, darf ich dich bitte töten? Darf ich dir bitte deinen Kopf brechen? Darf ich? Ich darf nicht. Zack, zack, zack. So, du bist erledigt, du bist nicht erledigt, du bist immer noch irgendwas Blödes, Böses. Hör da. Das waren wieder zu viele Feinde auf einen Fleck. Ah, ganz eindeutig. Aber nichtsdestotrotz wirklich, es geht sehr flott voran. Gefällt mir sehr gut. Und ich bin wirklich auf das Ende gespannt, ob es das Ende auch offen sein wird oder so. Vor kurzem sind ja auch neue Informationen zu Dead Space 3 herausgekommen, von denen ich jetzt gerne erzählen würde, aber das Problem ist, ich habe nur gehört, dass es neue Infos gibt, aber ich habe keine Ahnung, was diese Infos beinhalten. Naja. Hat sie jetzt noch die ganze Zeit gesprochen oder so? Also ich habe das jetzt gar nicht so richtig mitbekommen. Wenn der Text unten nicht da gewesen wäre, ich hätte sie nicht verstanden. Ach Mann, ihr seid so böse, ey. Ihr seid so verdammt böse, ey. Solche Sachen immer wieder auszupacken. Aber das ist ja nicht wirklich Horror oder so. Das ist ja immer nur dieser Schreckeffekt für den Moment. Ja, ist einfach nur böse. Isolierungsraum. Warum machen Entwickler sowas? Ich weiß es nicht genau. Zack. Ja. Kleine dumme Babykinder. Oh ja. Sie wollen alle zu mir. Sie wollen alle zu Isaac. Sie fragen alle nach mir. Sie denken sich so, hui, da ist ein Isaac. Dem müssen wir doch mal einen Besuch abstatten. Wie viele kommen denn noch? Nur noch die zwei. Ah, da. Oh ja, der Isaac. Zu dem müssen wir doch mal hin. Das ist der liebe Onkel. Der liebe Onkel von nebenan mit dem Impulsgewehr im Anschlag. Ja, das finde ich nämlich sehr, sehr gut. Und sehr, sehr schön. Aber ich könnte jetzt auch, um bei einer Horrorspiel-Thematik vielleicht zu bleiben, ich könnte jetzt so für mich kein wirklich perfektes Horrorspiel benennen, weil irgendwie hat alles immer, bei allen Spielen gibt es immer irgendwann den Punkt, wo es einem, naja, nicht wirklich egal wird. Aber es ist für ein Spiel wirklich extrem schwierig, die ganze Zeit ein gewisses Level beizubehalten und den dann die ganze Zeit so mit diesem Level die ganze Zeit den Spieler zu beeindrucken. Fällt mir jetzt, ich könnte jetzt kein gutes Spiel diesbezüglich benennen, nö. Weil bei Silent Hill war es auch irgendwann so, dass es einem halt irgendwann relativ egal war, was man so erlebt hat. Gewisse Dinge beeindrucken einen natürlich trotzdem noch, aber es ist eben nicht so schlimm wie am Anfang, finde ich persönlich. Ein Audiolog gefunden, aber ich habe ihn mir jetzt nicht angeguckt. Aber theoretisch könnte ich ihn gleich nochmal genauer angucken. Das hier ist jetzt ein anderer Raum, oder? Der müsste einfach nur gegenüber liegen. Ja, genau, weil hier finde ich einen Shop. Endlich. So, Moment. Gucken wir trotzdem nochmal genau um. Dort oben hängt da irgendwas? Achso, das Vieh hat eine Antenne oder so. Nee, das ist keine Antenne, das war meine Harpune. Warum? Ich wechsle die Waffen total konfus. Ich habe überhaupt kein Feedback von dem, was ich da die ganze Zeit mit mir herumschleppe. Ich bin so schlimm. Egal. Gut, alle fein ausgeschaltet. Können wir ruhigen Gewissens den Shop betreten. Heruntergeladenes Schema. Klassischer Anzug. Detonatorminen. Medipack groß. Tatatata. So. Was habe ich noch? Halbleiterrubin. Verkaufen. Ja. Halbleiterrubin. Verkaufen. Ja. Viel Geld. Stasepack. Verkaufen. Ja. So, dann habe ich viel zu viele Ripper-Klingen. Kann ich mal ein bisschen was weglegen? Pulsprojektile, naja. Ich könnte Harpungewehr-Munition, natürlich Medipacks gebrauchen und Plasma-Energie. Klassischer Anzug. Oh, 40.000. Der klassische Anzug gewährt dem Träger einzigartige Funktionalitäten. Kauf garantiert mindestens 20 Inventarslots und 15% Panzerung. Wie viel habe ich mit meinem? 10 Inventarslots und... Nee. Safe. Quatsch. Wo habe ich denn... Nee, das ist nur mein alter Anzug. 20 Inventarslots und 15% Panzerung. Was für einen Anzug habe ich denn hier momentan? Moment. Das muss ich da irgendwo sehen können. Im Inventar oder so?
Knoten? Nee, Anzug. Panzerung 10%. Panzerung 10%. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 Slots. Das heißt, der klassische Anzug wäre natürlich nochmal besser. Aber halt 40.000 Credits. Scheiße. Gebe ich jetzt die Kohle dafür aus oder nicht? Kohle dafür ausgeben oder Kohle eher für Medipack und Munition ausgeben? Ich glaube, wir warten noch mit dem Anzug. Weil... Na gut, okay, Plasma-Energie, zack, zack, zack. Aber mehr Platz im Inventar wäre natürlich auch praktisch. Bei mittlerweile... Bei mittlerweile 4 Waffen im Inventar. Ich bin der hin und her gerissen. Klassischer Anzug. Ich hätte nur noch 1600 Credits. Gut oder nicht gut? Ich halte mehr aus, das ist von Vorteil. Ich habe mehr Inventarslots frei, das heißt, ich kann auch mehr mit mir herumschleppen. Ich kaufe mir den scheiß Anzug. So. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Dankeschön, ja. So, ich kaufe mir einfach. Was für eine Geldverschwendung. Ich glaube, ich hätte drauf verzichten können, ja. Und ich wette, er wird mir vom Design her auch nicht gefallen. Aber egal. Ich mache es trotzdem, ja. Alles für das Let's Play. Alles für die Ehre. Alles für Isaac. Gott, siehst du doof aus mit deiner komischen Mütze. Mach bloß dein Visier drüber. Das sieht ja affig aus. Ja, ja. Bloß das Visier drüber machen. Genau. So, ja, der klassische Anzug. Ist klar. Gut, ja, dann brauche ich mich aber nicht weiter um Medipacks kümmern oder so. Das sieht irgendwie ziemlich klobig aus, muss ich so sagen. Also mein Kampfanzug, der gefiel mir dann doch ein bisschen besser vom optischen her. Der hier ist halt, naja, praktischer. Klar. Und jetzt habe ich natürlich viel mehr Inventarslots. Und danach gibt es noch eine Stufe, sehe ich das richtig? Weil da unten ist ja noch eine Reihe. Aber ob ich die noch jemals bekomme, ist fraglich. Denn dafür müsste ich erstmal wieder Kohle haben.